Das war cool. Ich hätte jetzt aber ehrlich gesagt ein bisschen cooleren Loot mehr erhofft. Aber die Robos droppen halt leider keine Waffen, glaube ich, nie. Sondern immer nur irgendwie so Loot und Munition, Teile. Ja, das war... Das ist mal ein Schlachtfeld hier, das kann sich sehen lassen. Mit dem Baseballschläger niedergeknüppelt hier alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Meine Güte. Was bitte zur Hölle war das gerade alles? Da musst du gucken, ich kann es dir nicht sagen, aber das ist relativ günstig. Ich habe vorher im Stream schon gehört, dass das auf Steam momentan irgendwie 8 Euro kostet. Und auch so gehört es nicht zu den teuersten Spielen. Das war wohl auch der komplette Inhalt des Spiels, wenn ich mir durchlese, was die Leute zu dem Spiel schreiben. Ja, es kann sein, wirklich. Wie ich schon die ganze Zeit sage, ne? Es ist kein schlechtes Spiel. Am Anfang war es ja anscheinend kaputt ohne Ende, aber mittlerweile geht's. Aber ich glaube, es wird langweilig. Relativ schnell. Ich habe mir auch Reviews durchgelesen. Da schreiben die auch von wegen, ja gut, die Hauptstory könnte man schon 40 Stunden spielen. Das ist ganz nett, aber warum sollte man? Weil nach 10 Stunden hat man alles gesehen. Und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, jetzt haben wir einen T-Rex mit dem Baseballschläger niedergeknüppelt. Wie will das Spiel das noch toppen? Und nach allem, was ich gelesen habe, wird das Spiel das auch nicht mehr toppen, leider. Aber ja, okay. Noch ist die Luft nicht raus. Noch gibt es immerhin noch coole Waffen, ne? Ich meine, wenn wir jetzt noch einen coolen riesen Raketenwerfer finden... Oh nein, nein, nicht nochmal. Ich kann nicht mehr. Wenn wir jetzt irgendwie noch eben die coolen, schweren Waffen finden... Und... mit denen dann irgendwie so ganze Roboterrudel wegsprengen und so, das... Da habe ich noch Bock drauf. Das motiviert mich noch, das zu schaffen quasi. €9 bei MMO. Für 8 bekommst du aber die Alien Isolation Collection. Ja, wenn ich mich zwischen den Spielen entscheiden müsste, dann ist Alien Isolation schon die bessere Wahl. Wenn man beide noch nicht gespielt hat und die beiden zur Wahl stehen, sind sehr verschiedene Spiele. Das ist wahrscheinlich von Spielergeschmack zu Spielergeschmack unterschiedlich. Wenn man lieber 4 Spieler Koop-Jagd auf Roboter macht, dann lieber das hier, lieber Generation Zero. Aber wenn man doch lieber Stealth-Horror im Alien-Universum spielt, also wenn es einem komplett wurscht ist, wenn man beide Genre mag, dann ist definitiv Alien Isolation das bessere Spiel, würde ich schon sagen. So neutral gegenübergestellt. Warum ist denn hier alles zu? Ich würde gern ein Gebäude betreten und looten. Ich weiß gar nicht, warum hier alle Gebäude nur Show sind. Alles zugeschweißt. War nur neugierig. Ich bin jetzt sowieso mit Cyberpunk 2077 auf der PS4 beschäftigt. Ja, ich auch. Also ich bin mit Cyberpunk auf der... PS5 beschäftigt, aber ist ja das gleiche Spiel noch. Es gab ja noch keine, leider noch keine Next-Gen-Updates. Ich hoffe, die kommen noch. Aber auch so ist das Spiel schon schön. Und ich weiß nicht, wie ist es denn bei dir? Weil ich höre immer, dass es auch bei Tests und so weiter, dass es bei PS4 und Xbox ganz schrecklich laufen soll. Aber von vielen, die selber spielen, lese ich dann immer sowas wie, naja, 95% der Zeit passt es eigentlich. Deswegen... bin ich mir nicht sicher. Ich habe selber noch nicht getestet. Aber auf der PS5 läuft es auf jeden Fall wirklich perfekt. Also ein paar Bugs hat es, aber ich meine jetzt rein vom Spielfluss her ist es perfekt. Riesige leere Lagerhallen. Ah, Robofreund. Was machst du denn hier? Was macht er denn wirklich?
Warum ist denn hier die Beleuchtung so komisch? Man sieht hier drin gar nichts in diesen Hallen, oder? Das ist irgendwie total wie ein grauer Bildschirm. Ich würde echt gern schon langsam mal eine bessere Schrotflinte finden, weil die Startschrotflinte, die wir da hatten, ist einfach nicht mehr up to date. Aber gerade gegen die Dogs hier war halt die Schrotflinte einfach echt cool. Einfach aus nächster Nähe, boom und bruch. Das hat Spaß gemacht. Wow! Und auch gegen die Spinnengegner ist so eine Pump gar nicht schlecht. Aber wie gesagt, die Startpumpgun ist einfach nicht mehr gut. Ich will doch nur die 9 geheimen Waffen, die es hier gibt. Ich meine, ohne Witz, von den 4 Waffen, die man hier am Flughafen looten kann, erwarte ich aber schon einiges, wenn ich mir angucke, mit was ich es hier zu tun habe. Oh Gott, da hinten hat mich irgendwas Großes gesehen. Wisst ihr was? Ich glaube, ich laufe einfach. Und hoffe, dass die Türen, durch die ich gehe, echt sind, weil das weiß man immer nicht. Wenn hier irgendwo in so einer Riesenhalle irgendwo eine Waffe am Boden liegt, die finde ich nie. Au. Au. Lauf, Forrest. Lauf. Gegen nach dem Update auf 1.4 läuft es. Ah ja, cool. Die haben ja gesagt, die haben ja versprochen, dass innerhalb von 7 Tagen nach Release die das schon deutlich verbessern wollen. Haben die scheinbar gemacht. Na gut. Wenn das so ist. Oh, noch so ein Kampf. Ja, von mir aus, aber da müssen wir uns neu ausrüsten. Plus 88. Ich glaube, man verliert auch keine Erfahrungspunkte. Ich glaube, man verliert nichts. Ich glaube, wenn man stirbt, verliert man nichts. Das Spiel hat einen absolut konsequentlosen Tod. Ja gut, außer dass ich nochmal dahin laufen muss, wo ich war. Okay. So, was haben wir denn in unserem Waffenschrank? Ja eben, die Pump-Actions sind alle leider, aber die wird schon Schaden machen, ne? Eigentlich. Aber ist halt nur eine 1-Sterne-Pumpgun und so. Habe ich mittlerweile überhaupt schon wieder gut Pumpgun-Munition? Mit der Pumpgun. Ja. Ist das die richtige? Ich will lieber 12. Gibt es noch eine andere? Für was ist die hier eigentlich? Die hochexklusive Mehrzweckgeschoss-Projektil-Dingens. Ich nehme die mal mit. Achso, warte mal, Kaliber 12. Komisch sortiert ist die Munition, ne? Warum ist die nicht alphabetisch? Warum bist du nicht alphabetisch, Munition? Ich glaube, ich packe nämlich jetzt das Snipergewehr weg, auch wenn es von den Werten her sehr gut wäre, von den Sternen her. Irgendwie ist es das nicht. Und pack mal die Schrotflinte, die gute alte Nancy packe ich ein. Und pack ein kleines Visier drauf. Warte mal. Diese Ergänzung wird bereits von... Ach so, die habe ich schon an meinem Gewehr. Nee, okay, passt schon. Und jetzt gehen wir mit unserer rostigen Flinte mal auf Robojagd. Abgesperrt, benötigt Fähigkeit. Ah, schau. Mit unserer Schlossknackfähigkeit, die ich gern hätte, könnten wir da jetzt schon rein. Vielleicht ist ja da drin sogar was in dem Schuppen. Das wäre cool. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass das irgend so ein kleiner Raketen- oder Granatenwerfer oder irgendwie sowas sein müsste wahrscheinlich. Habe ich mich hier eigentlich schon umgesehen oder? Ja, ich, anscheinend schon. Okay. Die Türen sind nicht echt. Ich wollte mal schnell noch schauen. Es ist eh schon 11. Wir müssen jetzt eh Schluss machen. Die Zeit ist aber heute verflogen, finde ich. Aber ich wollte vielleicht gucken, ob wir nicht vielleicht die Radarschüssel da noch kaputt machen könnten. Weil die würden noch ordentlich Erfahrungspunkte kriegen und dann können wir vielleicht den Schuppen noch knacken. Das wäre cool.
Mal schauen, wie schwer der hier bewacht wird. Eieiei. Da heult schon wieder einer rum. Der wird gehackt und ist jetzt mein Freund. Hallo Freund. Wie geht's dir? Autsch. Steckt er immer noch. Oh, kleine Hunde noch in der Wiese. Na, oh, ungut hier. Was ist denn hier los? Wer zielt denn da auf mich überhaupt? Also ungünstig mit dem Nachladen. Oh, warum lebst du noch? Ah, schade, Mist. Ich dachte, das kriegen wir noch hin. Da gehe ich nochmal hin. Du hast jetzt eine Stunde auf den T-Rex geprügelt. Ja, aber auch auf seine ganzen Freunde, oder? Das war nicht nur der T-Rex allein, glaube ich. Das war diese ganze Camping-Aktion hier. Mit dem Radl. Damit rechnen sie nämlich nicht. So kann ich sie voll in die Irre führen. Okay. Ups, Mist. Ich hätte vorher nur auf die Pistole wechseln sollen. Ich habe nicht schnell genug geschaltet. Dann hätten wir es vielleicht eh noch gepackt. Au, so ein Nahkampfangriff tut weh, Mensch. Schnell jetzt, bevor er wieder wegläuft. Ach, komm schon. Hä? Meine Pistole ist weg. Wo habe ich denn die gelassen? Wirklich? Wo habe ich meine Pistole hingetan? Ach so, ich habe den Baseballschläger ausgerüstet gehabt und habe den weggeräumt und keine neue Waffe ausgerüstet. Oh, mein Nemesis-Bot ist auf Level 3 aufgestiegen. Nee, das hat nicht für ein Level abgereicht, nicht mal ansatzweise. Inzwischen brauchen wir halt doch schon viel Erfahrungspunkte. Aber gut. Die Farben, es gibt halt, glaube ich, alle Roboter... Oder was heißt, glaube ich, es gibt alle Roboter in verschiedenen Qualitätsstufen, die durch die Farben repräsentiert werden. Ich kann die noch nicht so gut auseinanderhalten, aber es gibt quasi irgendwie so die militärischen und die nicht so militärischen und die supermilitärischen oder sowas in der Art. Die turbomilitärischen. Na gut, dann versuchen wir jetzt zum krönenden Abschluss dahin zu fahren. Ich weiß nicht, was das ist. Da sind die ganzen Waffen aber bestimmt. Das spüre ich. In meiner Seele. Ist jetzt gerade mein Rad verschwunden? Eigentlich sollte hier angeblich mein Rad sein. Ihr habt es auch gesehen, oder? Da, der Radmarker. Oh, das ist kein Rad. Mein Rad ist unsichtbar. Ein Geisterrad. Jetzt ist gutes Rad teuer. Dann holen wir uns noch schnell ein Rad. Das ist explodiert. Aber warum ist dann die Markierung nicht mit explodiert? Das ist die Frage. Ich verstehe auch ehrlich gesagt die Ausdaueranzeige nicht ganz, weil ich kann irgendwie so viel sprinten, wie ich will. Sollte ich nicht irgendwie nur sprinten können, wenn ich Ausdauer habe, oder... Okay, Stealth-Modus. Schleichen wir uns von hinten an. Nee, radeln wir querfeldein. Die kriegen uns niemals. Wir sind viel zu schnell mit unserem stylischen Bike.
Lebend kriegt ihr uns nie. Ich befürchte nur, das ist auch gar nicht deren Absicht. Hier, guck mal, ich bin quasi zu einem Drittel Maschine, so wie ihr. Wir sind alle Freunde hier. Beep, boop, beep, beep. Vernichtet alle Menschen. Die sind nicht auf meinen genialen, auf meine geniale Charade hereingefallen. Damn it. Tod den organischen. Verdammt. Schnell. Waffenkiste. Waffenkiste. Ah. Mach doch die Tür zu, mein Gott! Shit. Okay, ich befürchte, hier ist keine Munition. Munition schon, aber keine Waffenkiste. Ja, genau. Waffenkiste oder Waffe oder was auch immer. Oh, hallo? Ich befürchte, jetzt bin ich leicht in der Falle. Ich befürchte, ich bin umzingelt. Geronimo! Türen zu machen ist gar nicht so leicht in dem Spiel. Das ist leider ein bisschen doof. In manchen Situationen. Das sind aber auch die unfähigsten Killerroboter ever, zum Glück. Aber gleichzeitig auch die lootleersten Räume ever. Wenigstens habe ich noch eine neue Mütze gefunden, auch nicht schlecht. Ah! Oh, Hauptmission. Nebenmission. Ist gerade ungünstig mit Lesen, weil man hier die Zeit leider auch nicht passieren kann. Was für eine Action! Oh, ich glaube, da ist ein großer draußen. Ah, jetzt haben sie mich erwischt. Wo sind denn diese vier Waffen, die es hier angeblich geben soll? Vermutlich wirklich in dem kleinen Schuppen neben meiner Safe Zone. Naja, gut. Hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter, würde ich sagen. Machen wir für heute Schluss. Ich sperre mich jetzt ein. Oh, Wolf aufgestiegen? Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass der erschienen ist. Forschungsanlage. Aha. Auf jeden Fall haben wir jetzt hier zwei Heldenbots. Wolf und Rolf. Und Onkel Golf. Na cool. Dann machen wir jetzt Schluss für heute. Hat mich gefreut. War mir eine Freude. Und ich hoffe, euch auch, ihr auch oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Und die nächsten Folgen sind dann wieder normale Let's Plays, glaube ich, ohne Stream. Der nächste Stream ist aber dank Zakorax großzügiger Unterstützung und natürlich der Unterstützung von allen anderen Patreons und Twitch-Subscribern und allen, die irgendwie mitgespendet haben und den Kanal unterstützen, ist ja schon der 24-Stunden-Stream für Dezember erreicht. Aber am Freitag ist erstmal noch ein normaler Special-Stream. Und der 24-Stunden-Stream ist dann wahrscheinlich vielleicht wirklich an Silvester. Also quasi von Ende, also ins neue Jahr rein. 12 Stunden vorher, 12 Stunden nachher oder so. Mal gucken, bin ich mir noch nicht sicher. Aber wie gesagt, für heute ist erstmal Schluss. Danke fürs Dabeisein und für den Support und für alles.
Und macht's gut. Bis bald. Ciao.